Hallo und herzlich willkommen zu Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils und ich sage nur. Star Trek 5 Year Mission aus dem Hause Mayfair Games. Ja, wir spielen heute Star Trek. Und das Spiel kommt mit den klassischen Charakteren wie Scotty, Uhura, McCoy. Natürlich auch Chekov, den dürfen wir nicht vergessen, hier den Chef höchstpersönlich, Spocky und natürlich Sulu. Oder aber auch auf der anderen Seite kann man Data, kann man Beverly Crusher spielen. Man kann dann auch Data, LaForge spielen natürlich, Entschuldigung. Man kann Troy spielen, man kann Will spielen, man kann Picard spielen. Und man kann natürlich Worf spielen. Diese haben ja eine Nimmer, die haben auch alle eine Special Ability, dazu gleich Action Pool und Injuries. Demzufolge kann man natürlich auch die klassische Enterprise oder die neue Enterprise spielen. Technisch gesehen hat das kaum einen Unterschied auf das Spiel. Es gibt ein paar andere Karten, aber dazu gleich mehr. Dann gibt es eine Menge rote, blaue und gelbe Würfel drin. Ein Marker, der einfach nur den Schaden der Enterprise anzeigt. Das Ganze ist ein kooperatives Spiel. Hin und wieder gibt es auch mal ein bisschen Zeitdruck. Dann hier einen 3-Minuten-Timer. Blaue, gelbe und rote Karten. Und von hinten sehen die so aus. Rote Alerts, gelbe Alerts und blaue Alerts. So, was wir machen, wir spielen natürlich heute mit der Next Generation. Das ist die, die ich lieber mag. Und man sieht hier drauf auf diesen Karten oft. Mal gucken, dass wir eins finden hier. Hier ein Symbol und das besorgt, ob das nun für die neue Enterprise ist. Das hier wäre die neue Enterprise oder für die alte. Auch hier auf den roten, da neue oder alte, je nachdem, welche Mission man spielt. Wie schon erwähnt, es ist ein kooperatives Spiel. Man nimmt sich hier Charaktere. Vorgeschlagen wird 1, 2, 3, 4, wenn man zum Beispiel mit 4 spielt. Ich halte es auch so, weil die Fähigkeiten von denen wirklich ganz nett sind und die alle auch zusammen ganz gut agieren. Diese drei Spieler kommen raus. Heute werde ich mal ein 4-Spieler-Spiel spielen. Und wie gesagt, ein kooperatives Spiel. Ich arrangiere den Tisch um und dann geht es zu den Regeln. Wie ihr seht, habe ich meinen Tisch komplett umorganisiert. Hier sind meine 4 Spieler. Jeder startet mit 2 roten, 2 blauen und einem gelben Würfel. Hier sind meine Bedrohungen, meine Alerts. Man startet immer mit diesem hier. Too boldly go. Das ist die erste Mission, die man machen muss. Und meine Enterprise liegt in der Mitte. Ganz wichtig, den Fehler habe ich schon häufig gesehen, dass Leute dort alle Würfel reinlegen. Dort kommt nur ein Würfel rein pro, wenn man mit 3 oder 4 Spielern spielt, pro Farbe. Ansonsten kommen da gar keine Würfel rein und die Sanduhr liegt da oben und wartet. Ich habe noch eine Playmat, damit die Würfel nicht so laut sind. Was tut man auch an seinem Zug? Wie in jedem guten kooperativen Spiel spielt man zusammen, man kann miteinander reden, das ist alles gut. In diesem Spiel gibt es auch wenig Zeitdruck, es sei denn, der Timer kommt ins Spiel, dazu gleich mehr. Die Enterprise kann zerstört werden und so weiter und so fort. In der Regel gibt es ein Tableau, ich hoffe, man kann das hier sehen, bla 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 bla, dass man ein Schwierigkeitslevel einstellen kann. Wir werden heute spielen Lieutenant Commander, wenn ich 14 Punkte habe und, ach Quatsch, 14 oder 16, komm, wir spielen den Commander. Nee, ich will es kurz halten, oder? Komm, wir spielen den Commander. 16 Punkte scoren und wenigstens 2 von jeder Sorte erreichen. Also 2 blaue, 2 gelbe und 2 rote. Keine Angst, das ist einfach, das mit der Farbe, das ist nicht so einfach, nicht so schwer. Die 16 Punkte, das ist schwerer. Punkte, ganz einfach, sind hier oben drauf. Diese Delta-Symbole, jedes Delta-Symbol ist ein Punkt wert. Die meisten sind halt einfach eine Mission, wenn man die geschafft hat, dann ist das so. Wir starten mit dieser Mission und am Anfang seines Zuges dreht man als allererstes immer eine Mission um. Das heißt also, wenn jetzt Jean-Luc Picard startet, dann sucht er sich eine Farbe aus,
Achtung, wenn die Enterprise noch frisch ist, dann hat man hier ein blaues Symbol, gelb oder rot. Ist man nachher im gelben oder roten Symbol, darf man nur noch die Farben aufdrehen. Wir machen also mal dieses hier. Nun würfelt Jean-Luc seine Würfel in der ersten Runde. In der zweiten Runde hat er weniger als 5 Würfel. Wie das passiert, gleich mehr. Dann darf er aus dem Dice Pool sich mehr nehmen. Jean-Luc hat eine Spezialfähigkeit. Er darf sowieso jede Runde mit einem weiteren Würfel mehr starten, mit 6, ausgenommen in der ersten Runde. Also in diesem Fall wird er einfach würfeln. Wir würfeln jetzt mal für Jean-Luc, nur um das zu zeigen. Schade, ein ganz schlechter Wurf, aber das macht nichts. Den kann man trotzdem verwenden, um es zu zeigen. Was macht man? Man guckt sich seine Würfelergebnisse an. Ich habe hier eine 3 und eine 1. Und dann guckt man, diese Karte hier, dieses Symbol, ein blauer Würfel mit einer 3 muss darauf. Zack, ein blauer Würfel mit einer 2 oder niedriger. Das bedeutet dieser Pfeil unter einer 1. Und damit wäre das Ergebnis dieses Ding hier schon komplettiert. Einige dieser Karten haben einige Effekte drauf. Hier steht einfach nur ein Text drauf. Hier Enterprise takes one damage. Manche sagen, ob man das am Anfang macht oder am Ende. In diesem Fall hier, wenn man sie umdreht, also Enterprise nimmt einen Schaden. Um die Schäden zu reparieren, muss man einen roten 4 oder plus darauf legen. So, das ist das, was wir eigentlich machen. Wir drehen einen Alert um, wir nehmen mehr Würfel, wenn wir welche brauchen. Wir würfeln und wir platzieren die Würfel. Es gibt noch einige Symbole drauf, hier übrigens eine 5 plus, die ich noch kurz erklären will, denn einige dieser Alerts haben Symbole. Fangen wir mal hiermit an, mit diesen rechts oben Symbolen. Gelber Alert, das bedeutet, man muss sofort eine gelbe ziehen. Das nächste wäre roter Alert, man muss sofort eine rote ziehen. Das hier ist ein Timer, da kommt die Sanduhr ins Spiel. Wir drehen die Sanduhr um, stellen das darauf, 3 Minuten, also nicht allzu großer Zeitdruck, und wir müssen diese Mission innerhalb von 3 Minuten erfüllen. Und dieses hier ist eine Prime-Direktive der Föderation. Wenn ich eine Mission erfüllen will, muss ich diese als erste erfüllen, ansonsten ist die gescheitert. Das sind die 4 Dinge, die passieren können hier in diesem Deck. An der Stelle. Es kann aber auch noch rechts unten was passieren und das ist immer gut. Ich darf während meines Zuges, wenn ich das möchte, die Fähigkeit eines anderen Spielers benutzen. Ich darf einen Spieler um einen Punkt heilen. Ich darf die Farbe meines Würfels wechseln. Ich darf mal einen Würfel um plus 1 erhöhen. Ich darf einen Würfel um minus 1 erniedrigen. Und ich darf Würfel, so viele ich will, würfeln. Nochmal. Hier unten ist eine 2, das ist ganz wichtig, in weiß. Weiß kann jede Farbe sein. So, jetzt kennen wir schon alle Symbole auf den Karten. Die Texte, die werden wir während des Spiels kennenlernen. Ich werde euch jetzt noch mal eben kurz die Fähigkeiten sagen. Wie gesagt, Jean-Luc hat meistens 6. Wenn Will Riker eine Mission erfüllt mit einem Text drauf, dann bekommt Will Riker einen extra Würfel, den er sich hieraus nimmt und sofort auch würfeln darf. Sie darf blaue Würfel nehmen, um Crewmember zu heilen. Wie man Verletzungen kriegt, gleich mehr. Und wenn man eine 3 würfelt, zum Beispiel, darf ich bei 3 unterschiedlichen Leuten eine Wunde heilen. Ja, und dann Geordi LaForge. Geordi LaForge, wenn er ist der Reparaturtyp, wenn er hier eine 4, 5 oder 6 hier platziert, zack, dann geht der natürlich einen runter, das ist klar. Aber er kriegt diesen Würfel zurück und darf ihn sofort wieder würfeln. Der repariert also kostenlos. Ja, das ist schon das gesamte Spiel. Verwundungen kriegt man einfach schlichtweg über diese Karten. Und jetzt noch ganz kurz zu den Sieg- oder Verlustbedingungen. Sieg habe ich ja schon gesagt. Wir müssen 16 dieser Symbole sammeln. Wenigstens 2 von jeder Farbe. Verlieren tun wir, wenn wir wenigstens 5 Missionen verlieren. Eine Mission verliert man entweder, wenn es zum Beispiel dieses Time Pressure Symbol ist und wir dort Zeit ausrennen. Wenn hier 3 von einer Farbe liegen, ist alles okay. Beim Ziehen einer 4. Farbe verlieren wir automatisch die oberste Mission auch. Die ist dann auch Geschichte und geht in den Ablagestapel.
So verliert man Missionen. Die Prime-Direktive, wenn ich eine andere zuerst erfülle, bevor ich die Prime-Direktive erfülle, dann verliere ich die Prime-Direktive. So kann man auch verlieren. Und dann gibt es noch eine einzige Kondition, wie man auch verlieren kann. Das ist, wenn die Enterprise hier hinten zerstört ist, also jetzt noch einen Damage nimmt. Das ist ganz klar. Boom, geht sie hoch. Also wenn ich hier drauf lande, dann ist alles vorbei. Und dran denken, wenn ich hier drin bin, darf ich nur gelbe Sachen nutzen. So, ich werde noch mal eben ganz kurz das blaue Deck noch mal mischen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir losspielen. Die 5-Jahres-Mission von Star Trek. Und nein, das ist natürlich die alte, ne? Das ist die alte Enterprise. Macht nichts, aus dem Hause My Fair Games mit Cyrils Brettspiele durchgespielt. Mein Name ist Nils. Bis gleich. Tschüss.